Einen schönen guten Tag, Herr Reiser, und einen schönen guten Tag all denen, die jetzt hier diese Sache, die wir Ihnen vorführen wollen, mitsehen. Wir stellen Ihnen hier heute etwas ganz Besonderes vor, und der, ich sag mal, Erfinder dieser Besonderheit sitzt neben mir. Das ist der Herr Reiser. Herr Reiser, Sie sehen hier etwas, haben hier etwas mitgebracht. Was wollen Sie uns denn hier vorstellen? Einen Ottomotor, herkömmlicher Bauart, den wir ohne den Benzin oder Diesel betreiben können. Ja, das heißt, wir können jetzt zum Beispiel den Tank abnehmen. Richtig, den können wir abnehmen. Wir betreiben also ohne Tank. Mit irgendetwas muss dieser Motor ja laufen. Und ich sehe da, Sie haben da einen kleinen Behälter angebracht. Was kommt denn in diesen Behälter rein, beziehungsweise womit läuft der Motor? Der Motor läuft mit einem neuartigen Energieträger, der aus nachwachsenden Rohstoffen und der Großteil aus entsprechendem sauberen, klaren Wasser aufgebaut ist. Vielleicht sollten Sie uns etwas zur Funktionsweise sagen. Zu dem Energieträger selbst, können Sie da ein paar Worte finden? Dieser Energieträger ist so aufgebaut, dass kein Carbon, also keine Kohlenwasserstoffe im großen Stil mit eingesetzt sind, sondern eine reine Basisstruktur, ein energiegesichertes Wasser, das strukturiert ist, und in Verbindung mit diesem Wasser werden Additive, die aus der Bio-Szene kommen, mit dazu beigemischt, um dann einen Designer-Treibstoff zu kreieren, so dass man diesen Treibstoff individuell an verschiedenen Motoren oder auch in Jetantrieben oder bei Diesel und so weiter einsetzen kann. Wenn Sie von Biostoffen sprechen, dann erhebt sich doch die Frage nach der Nachhaltigkeit dieser Biostoffe. Die Nachhaltigkeit ist da gewährleistet, dass man einmal auf Wasser aufbaut, das fast unbegrenzt vorhanden ist. Und zum Zweiten sind die Nachhaltigkeiten von diesen Additiven so ausgelegt, dass man verhältnismäßig wenig von diesen Additiven benötigt, um dieses Wasser als Energieträger nutzen zu können. Und worin liegt insgesamt, ganz allgemein vielleicht noch etwas hinzufügend, der Nutzen dieser ganzen Angelegenheit, vielleicht auch aus volkswirtschaftlicher Sicht betrachtet? Aus Volkswirtschaftssicht betrachtet kann man jeden Motortypen benutzen in der herkömmlichen Art und Weise. Und durch diesen neuen Energieträger wird aus einem normalen Verbrennungsmotor ein sogenannter Sauerstoffmotor. Der Motor gibt bis zu 20% Sauerstoff aus dem Auspuff heraus, was bei den bisherigen Verbrennungsmotoren noch nie der Fall war. Ich glaube, für den Augenblick mag das hier genügen. Sie haben hier noch ein kleines Gläschen aufgestellt. Da ist dieser Energieträger drin. Richtig. Und Sie können sehen, man kann das Zeug anstecken. Richtig. Wir wollen mal zeigen, wie sauber dass dieser Energieträger eigentlich verbrennt. Hier sind keine Rußpartikel oder irgendwelche andere Substanzen sichtbar, sondern er verbrennt absolut sauber. Dann würde ich mal vorschlagen, dass wir diesen Motor doch jetzt einmal mit diesem neuen Energieträger zum Laufen bringen. Ich saß direkt vor dem Auspuff und ich habe absolut nichts gerochen. Auch keine Erstickungsanfälle bekommen. Wir haben ein Sauerstoffmessgerät, um den Anteil des Sauerstoffs im Raum zu messen, können aber auch die Abgaswerte des Motors damit messen. Ich starte jetzt mal den Motor.
Wir haben jetzt gesehen, dass die Abgaswerte von dem Sauerstoff entsprechend um die 13-16% liegt. Herr Bühler, Sie haben gerade eben Abgasmessungen vorgenommen, einmal bei dem Stromgenerator, einmal bei dem Volvo. Können Sie das interpretieren und fällt Ihnen da etwas Besonderes auf? Jawohl. Hier links die Messwerte vom Generator, hier rechts die von dem Volvo C30. Auffallend im Vordergrund die umgekehrte Verhältnis von CO2-Ausstoß oder CO2-Anteil im Abgas und dem Sauerstoffanteil. Beim normalen Pkw ist fast kein Sauerstoff, kein Restsauerstoff. Beim Generator dagegen fast 18% Sauerstoff im Abgas. CO2 beim Pkw 15% im Bereich und beim Generator lediglich 2,1%. Also die Werte sind praktisch vertauscht, das ist sehr ungewöhnlich. Ist das ein gutes Ergebnis, würden Sie das sagen? Oder? Für den klimabelastenden CO2-Ausstoß ist es auf jeden Fall positiv. Dankeschön, Herr Bühler. Ja, bitte.